Liebe Schwestern und Brüder von nah und fern, heute zeigen wir Ihnen eine Kurzfassung unseres Gottesdienstes zum Erntedankfest. Wir wünschen Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und bleiben Sie gesund. Herr, unser Gott, du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Sieh an die Angst und Sorge um unser Leben. Bewahre uns vor den Naturgewalten, die uns bedrohen, und gib uns Speise zur rechten Zeit. Herr, erbarme dich unser. Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ehre sei Gott in der Höhe. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, von dem wir ohne Unterlass alles Gute empfangen und täglich von allem Übel behütet werden. Wir bitten dich, lass uns solches mit ganzem Herzen erkennen, auf dass wir deiner milden Güte und Barmherzigkeit hier und in Ewigkeit danken. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und regiert
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Für das heutige Erntedankfest hören wir Worte aus der Heiligen Schrift, aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch des Mose im 8. Kapitel. Mose sprach zum Volk: Der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wassern in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sobald du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Gold und Silber und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft, der dich geleitet hat, durch große und furchtbare Wüsten, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütige und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest uns sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn der ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf dass er dich hielte in seinem Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Halleluja. Das Evangelium für den heutigen Sonntag des Erntedankfestes lesen wir bei Markus im 8. Kapitel. Als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige von ihnen sind von Ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, damit wir sie sättigen? Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen: 7. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten, und sie teilten sie unter dem Volk aus. Sie hatten noch einige Fische, und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, 7 Körbe voll. Es waren aber etwa 4000, und er ließ sie gehen. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Lob sei dir, o Christe.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Wir versammeln uns heute um Worte der Heiligen Schrift, wie sie geschrieben stehen im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 9. Kapitel. Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Seemann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Lauterkeit, die durch uns wirkt Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung füllt nicht allein aus, woran es den Heiligen mangelt, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Um dieses treuen Dienstes willen preisen sie Gott mit ihrem Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und für die Lauterkeit unserer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Der Herr segne unser Reden und Hören durch seinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern Feste nicht ohne Grund. Wenn ein Fest keinen richtigen Grund hat, wenn jemand nur grundlos ein Fest erfindet, einfach weil er feiern will, dann kommen die geladenen Gäste nicht in ausreichender Zahl, dann ist die Stimmung nicht besonders gut, dann wird es kein gelungenes Fest. Wahrscheinlich kennt der ein oder andere von euch solche Feste, die man gefeiert hat, ohne dass sie einen richtigen Grund hatten. Ich erinnere mich aber beispielsweise an ein Fest, das einen sehr guten Grund hatte. Es waren 700 Jahre vergangen, seit die Gemeinde in Schönau gegründet worden war. Und solche runden Zahlen, die sind immer ein guter Grund zum Feiern und ein Grund der Dankbarkeit. Und das war ein sehr gelungener Anlass, ein sehr guter Grund und deswegen auch ein sehr gelungenes Fest. Der Grund, weswegen wir unser Erntedankfest feiern, ist auch ein alter und auch ein sehr guter Grund. Ein alter, weil es ungefähr seit 200 Jahren das Erntedankfest gibt, vielleicht noch mehr. Und ein guter Grund, weil der Grund unseres Erntedankfestes die Freude ist. Zusammen mit der Dankbarkeit, die Freude und die Dankbarkeit über die Gaben, die wir in jedem Jahr in unseren Gärten und auf unseren Feldern finden. Die Gaben, die Gott in unsere Gärten und auf unsere Felder gelegt hat und von denen wir heute auch viele in unsere Kirche gebracht haben, um die Kirche damit zu schmücken. Die wir heute auch in unsere Kirche gebracht haben, um sie nachher mit anderen zu teilen. Freude also und Dankbarkeit sind sehr gute Gründe zu feiern. Und die Dankbarkeit, die sollte immer auch eine Folge der Freude sein. An die Freigebigkeit und an die Güte Gottes
die wir jedes Jahr, wie schon gesagt, in unseren Gärten und Feldern sehen, erinnert heute auch der Apostel Paulus. Und er erinnert, dass auch die Christen als Gottes Kinder freigebig und gütig sein sollen. In unserem Predigtwort geht es eigentlich um eine Sammlung für die Mitglieder der Jerusalemer Urgemeinde, eine Sammlung, die der Apostel Paulus unter den Korinthern veranstalten wollte. Und um diese Sammlung bittet er in unserem Predigtwort, diese Sammlung versucht er theologisch zu begründen. Die Gemeindeglieder der ersten christlichen Gemeinden in Jerusalem, für die diese Sammlung sein sollte, die hatten im Vertrauen auf die Verheißungen Christi und im Gehorsam gegenüber seinem Wort alle ihre Güter verkauft und lebten nun in einer Gütergemeinschaft miteinander. Von diesem gemeinsamen Besitz, den sie zusammengelegt hatten, wurden sehr oft auch arme Leute in der Gemeinde von Jerusalem gespeist, und diese Speisungen, die waren natürlich zu finanzieren. Irgendwann sind die Gelder weniger geworden und so war nun die Gemeinde aus Jerusalem abhängig von den Spenden anderer, von Sammlungen, die in anderen Gemeinden gesammelt wurden, so dass sie weiter miteinander leben und auch Arme speisen konnten. Man war also auf die Mithilfe von anderen Christen angewiesen. Und Paulus wollte mit dieser Sammlung unter anderem aber auch die Verbindung der Jerusalemer Gemeinde mit der Gemeinde in Korinth, wo die Sammlung stattfinden sollte, stärken. Und unsere Heilige Schrift erinnert uns mit so Worten wie diese des Apostels Paulus immer wieder daran, dass eine Gemeinschaft unter Menschen immer dann besonders gut funktioniert, wenn sie eben auf Solidarität, auf Freundlichkeit und Güte gegründet ist. So forderte beispielsweise schon der Prophet Jesaja im Namen Gottes, man möge den Hungrigen das Brot brechen, die Nackten kleiden und die Obdachlosen aufnehmen. Den Armen sollte geholfen werden. Im Gegensatz dazu wird der Reichtum in der Heiligen Schrift als nicht besonders gut angesehen. Warum? Das fragen wir uns vielleicht oft. Aber der Grund ist wahrscheinlich dieser, dass Reichtum oft mit einer Mentalität der Macht, der Überheblichkeit, der Unterdrückung und der Ausbeutung einhergeht. Reiche oder mächtige Menschen neigen immer dazu, andere beiseite zu drängen, sie zu unterdrücken, um eben auf diese Weise an ihren Reichtum zu kommen und ihn zu erhalten. Reichtum ruft oft Gewalt und Zerstörung hervor. Ich lese gerade einen Roman, einen interessanten historischen Roman über den Staufer Kaiser Friedrich. Lebte irgendwann im Mittelalter und da zeigt sich an seiner Lebensgeschichte dieses besonders gut. Er kommt eigentlich als mittelloser junger Mann an die Macht, aber umso mächtiger, umso reicher er wird, umso härter wird auch sein Charakter, seine Persönlichkeit, umso mehr neigt er dazu, hart und grausam gegen andere vorzugehen, um seine Macht zu sichern. Unter anderem geht er auch mit seinem eigenen Sohn Heinrich sehr, sehr hart um. Und das ist sicher nicht das einzige Beispiel, das man aus der Geschichte finden kann.
wo sich zeigt, dass Reichtum und Macht immer mit einer Kultur der Härte, der Zerstörung einhergeht. In einer anthropologischen Schrift las ich einmal, dass in der Zeit, als die Menschen noch nicht sesshaft waren, sondern als Jäger und Sammler umherzogen, eine viel größere Solidarität unter den Menschen herrschte. Weil man damals noch keinen nennenswerten Besitz und auch keine ausgeprägten Hierarchien hatten, haben die Menschen eher dazu geneigt, die Beute miteinander zu teilen. Man hat sowieso keine Vorräte angelegt, man konnte auch nicht besonders gut Vorräte anlegen. Und so war man eher dazu geneigt, mit anderen zu teilen, einmal zu geben, ein andermal zu bekommen. Und die sozialen Beziehungen waren viel besser und waren teilweise auch so etwas wie eine Lebensversicherung. Wenn man selber mal zu schwach war zu jagen, dann war man auf die Beute des anderen auch angewiesen. Und so funktionierte in dieser Zeit, als die Menschen noch Jäger und Sammler waren, eine ganz andere Kultur der Solidarität, der Gleichheit und der Gerechtigkeit unter den Menschen. Aber nach der Sesshaftwerdung, da hat sich der soziale Zusammenhalt der Menschen leider verändert, denn man begann nun mehr zu produzieren, als man selber brauchte, und man begann deswegen Vorräte anzulegen, und damit wurde man von dem Nachbarn und von der Gemeinschaft unabhängiger. Der Gedanke des Grundeigentums wurde geboren. Die kulturelle Evolution nahm ihren Lauf. Und sie brachte natürlich auch sehr viel Gutes, das wissen wir alle auch. Aber sie brachte eben auch Schwierigkeiten. Wahrscheinlich kann man sagen, zieht sich das bis auf den heutigen Tag auch noch in unsere Zeit hinein. Es gibt auf der Welt immer noch Länder, wo dieses der Fall ist, leider. Es braucht eine Kultur der Solidarität und des Teilens, weil über dieser, so lesen wir an vielen Stellen der Heiligen Schrift, der Segen Gottes liegt. Das sagt auch der Apostel Paulus in dem heutigen Predigtwort. Nicht nur auf dem dankbaren Empfangen liegt Segen, sondern besonders auf dem freudigen Geben. Wer dankbar ist für das, was er empfängt, der wird mit Sicherheit auch freudig bereit sein zu geben. Dass der Segen in der Armut nicht liegt, das wissen wir, das konnten wir auch hören, ebenso wie er auch nicht im Reichtum liegt. Der Segen aber liegt in der Solidarität, in der Gerechtigkeit und in der Gemeinschaft miteinander. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Und nun lasst uns beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du gibst den Samen und lässt ihn aufgehen im Schoß der Erde. Du segnest die Saat mit den Kräften der Sonne. Du lässt sie reifen und Frucht bringen. Wir danken dir für die Ernte auf den Feldern und in den Weinbergen. Wir danken dir für den Ertrag der Arbeit in unseren Berufen. Wehre aller Gewinnsucht und Hartherzigkeit. Mach uns willig, deine Gaben mit denen zu teilen, die Mangel leiden. Und wie das Samenkorn in die Erde fallen muss und die Früchte des Feldes für uns geopfert werden, so hast du deines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Lass uns nicht vergessen, dass wir nicht von dem irdischen Brot, sondern von deiner Liebe, deiner Vergebung und der Kraft deines Wortes leben. Gib, dass wir bei dir geborgen bleiben, und mach uns bereit, den Bekümmerten und Verzagten, den Kranken und Sterbenden in deinem Namen beizustehen. Wir danken dir, dass du uns in deiner Güte über Bitten und Verstehen gesegnet hast. Nimm es an, wenn wir dich dafür preisen und anbeten, hier in der Zeit und einst vor deinem Thron. Was unsere Herzen in dieser Stunde noch bewegt, das bringen wir nun vor dich, Herr, in der Stille. Wir sammeln unsere Gedanken und beten miteinander das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es segne euch und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Was ich immer wieder vergesse, bei den Abkündigungen anzusagen nach dem Erntedankfest, gehen wir nicht wie gewöhnlich aus der Kirche hinaus, sondern nach alter Mühlbacher Tradition einmal um den Altar ringsherum. Dabei können wir auch bewundern, wie schön die Frauen aus unserer Gemeinde die Kirche geschmückt haben, und gehen dann seitlich aus der Kirche hinaus.